Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt von mir, und zwar Minecraft Agrarian Skies Teil 2. Ja, ich habe schon länger nach einem Minecraft Projekt gesucht und habe mir auch schon überlegt, ob ich eins mache. Und ja, dadurch, dass ich damals so wahnsinnig viel Agrarian Skies, den ersten Teil, gesuchtet habe, habe ich mir doch gleich mal gedacht, ey, magst du doch den zweiten Teil hier? Und ja, wir legen im Endeffekt los. Agrarian Skies, für diejenigen, die es nicht wissen, es ist im Endeffekt ein Ableger von Skyblock. Man startet in einer leeren Welt auf einer kleinen Plattform. Sonst war die Plattform komplett aus Erde, und ja, hier sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe das vorher schon mal ausprobiert, und ja, im Endeffekt haben wir hier Clay außenrum und nur einen Dirt Block. Das heißt, wenn ich den jetzt wegmache, unten ist absolute Leere. Das sieht man hier. Da geht es nicht weiter nach unten. Wir haben hier eine Truhe. Archivement. Taking Inventory. Gut. Guide to live in a void. Ja, den nehmen wir uns doch mal mit. Und ja, wir haben hier ein paar schöne Start-Items. Wir haben ein paar Saplings. Wir haben Flint. Wir haben ein bisschen was zu essen. Und ja, bevor ich es komplett vergesse, derzeit ist noch der Quest-Mode nicht aktiv. Wir drücken also T, um den Chat zu öffnen. Slash und HQM für Hardcore Quest Mode Enable. So, damit haben wir den Quest-Mode aktiviert und zugleich den Hardcore-Mode. Hardcore-Mode ist essentiell für Agrarian Skies. Man hat nämlich Leben. Wenn man 8-mal stirbt, ist man kaputt. Und ja, dann ist das Spiel vorbei. Und ja, tricky an der Sache ist, man hat hier einen Hungerbalken. Hunger ist am Anfang ein sehr, sehr großes Problem. Denn wenn unser Essensbalken hier unten auf 0 sinkt, sterben wir instant. Da gibt es nichts, dass dann erst noch Leben abgezogen werden. Wenn wir verhungern, sind wir tot. Ja, und ich würde sagen, jetzt schauen wir hier mal. Ups. Ja, wir haben hier einen ganzen Haufen Sachen zu machen. Aber das lese ich mir jetzt nicht durch. Das erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich, ja, ich setze mal ein paar, einen Sapling, ein bisschen Knochenmehl haben wir hier noch, da können wir das Ganze dann düngen. Und als allererstes mache ich hier diese Kiste weg. So, wir müssen ein bisschen aufpassen, also Shift, die Shift-Taste ist hier der beste Freund. So, und dann schauen wir mal, dass wir hier vernünftig einen Baum zum Wachsen kriegen. So, unser erster Baum. Und ich würde sagen, wir schauen noch mal rein, was wir hier so an Quests alles machen können. So, Learn to Skyblock. Gut, wir brauchen einen Oakwood und kriegen dafür noch so einen Guide, ein paar Äpfel und entweder eine Pickaxe oder eine Pfanne. Die Pfanne, die ist aus dem ersten Teil noch bekannt für alle diejenigen, die es gespielt haben. Und ja, lange Rede, kürzer Sinn. Ich baue gleich mal hier den Baum ab. Es ist sogar ein großer Baum geworden. So, Archivman, Getting Wood. So, wie macht man das jetzt am geschicktesten? Wir müssen natürlich aufpassen, dass so wenig wie möglich nach unten fällt. Und ja, dass wir dann nach unten fallen. Deswegen bauen wir jetzt gemütlich erstmal das ab, was wir hier abbauen können. Und müssen auf jeden Fall etwas vorsichtig sein. Wir haben die erste Quest soweit mal abgeschlossen, also erfüllt. Wir können es jetzt gleich noch abschließen. So, und der kommt auch mal weg. Na, den lassen wir mal da. Als allererstes, wie in Minecraft üblich, jetzt gebe ich erstmal kurz die Quest ab. So, wir nehmen uns die, was ist das? The party will receive this reputation when the first member claims the reward. Ah, okay. Das sind wieder Quests, die aufeinander aufbauen. Das heißt, wir haben jetzt zwar die erste, aber müssen im Endeffekt noch Oak Planks herstellen. Das ist natürlich überhaupt kein Problem.
Das machen wir gleich mal. So. Consume Task. Oh, Verzeihung, ich habe immer wieder diese Frösche im Hals. Und wir claimen die Pfanne. Dann gibt es so einen schönen, eine schöne Melodie und dann geht's weiter. Hier haben wir wow. Ganz viel Zeug. Pattern Chest und. Ja, schauen wir mal, ob wir das alles noch so hinkriegen. Ja, ist auf jeden Fall die nächste. Gut, Stencil Table und. Das machen wir dann gleich im Anschluss als allererstes, damit wir überhaupt ein bisschen vorwärts kommen, bauen wir uns mal eine Workbench. Aus der Workbench können wir die Crafting Station machen, so viel weiß ich noch vom letzten Mal. Dann, ja, wie geht's weiter? Wir brauchen jetzt die ganzen Tables, jetzt würde ich aber trotzdem sagen, bauen wir erstmal hier das Ganze ab. Eine Axt wäre natürlich nicht verkehrt, aber derzeit können wir das alles noch mit den Händen machen. Es dauert ein bisschen länger, aber. Upp, da ist das erste abgeschmiert. So, okay, machen wir anders. Wir brauchen jetzt diesen Tisch mal. So, mit dem Tisch mache ich die ersten. Na, machen wir mal noch ein paar Planks. Im Endeffekt können wir die alle mal verarbeiten, weil die brauchen wir. So. Ja, das machen wir auch mal weg. So, gut. Ich würde ganz gern hier mein Gebiet ein bisschen erweitern. Eine Reihe außenrum. Ja, wie gesagt, die Soundaufnahme, das mache ich jetzt nach den ersten paar Aufnahmen, checke ich mal rein. Ich hoffe, das passt soweit. Ich weiß, das ist jetzt nicht aller Profi, aber ich will jetzt hier unbedingt Agrarian Skies spielen. Ich könnte natürlich jetzt hier aus den Blöcken noch halbe Slabs machen. Ich brauche 3 Stück von den Blöcken, dann kriege ich 6 Slabs raus. Da könnten wir das Doppelte machen. Aber das habe ich im letzten Teil auch schon so gemacht und dann war es irgendwann so, wenn ich hier dann unten drunter noch irgendwas gebaut habe. Dann haben wir hier die halben Blöcke, die. Ja, und das fand ich ein bisschen doof. Deswegen einfach hier ein bisschen nach oben gehen und den restlichen Baum noch abbauen. So, das sieht alles sehr gut aus. Genau, und ja, war jetzt nicht sehr intelligent. Komme ich hier hin? Ja. Was ich noch als allererstes mitmache, ist, ich mache mir ein paar Äste, also Sticks. Und aus diesen Sticks mache ich mir einen Crook, beziehungsweise könnte ich mir gleich 2 machen. Der Crook hat den Hintergrund, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Saplings rauskommen, deutlich erhöht wird. So, Mensch, hier ist er. Für den ersten Baum ist das, hat mir hier richtig Glück. Hier kommt ordentlich was raus. Ja, und da komme ich gleich nochmal drauf. Unten rechts seht ihr so einen weißen, so eine Raupe. Das ist ein Silkworm. Was der kann, da kommen wir dann nochmal drauf zurück. Nein, ah, oh, der bleibt noch drauf. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt müssen wir hier mal schauen, was können wir denn hier noch alles machen. You have no standing swish any faction. Ja, okay. Gut, Achievements, wo geht's weiter? Wir müssen machen. Naja, da können wir später drauf kommen. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Wichtig ist jetzt als allererstes mal hier die Plattform ein bisschen auszubauen. So. Das war's schon wieder. Vielleicht soll ich mir wirklich mal eine einfache Axt machen. Wäre vielleicht nicht verkehrt. Ich meine, Holz haben wir jetzt ein bisschen. So, das sollte soweit mal reichen. Mal schauen, ob ich das noch hinbekomme. Ja,
Als allererstes brauchen wir natürlich wieder hier Planks. Dann einmal, zweimal und die Axt war... Ja. Das ist schon mal gut. Die erste Holzaxt. Ja, und wir sollten auch möglichst wenig springen, weil springen... Naja, gut, viel schneller geht jetzt auch nicht. Die kann gar nichts. Okay, gut. Mit der normalen Axt komme ich hier nicht mehr zurecht. Da müssen wir wirklich das Werkzeug bauen, was uns hier das Questbuch vorgibt. Wir brauchen eine Tool Station und ein Stencil Table. Schauen wir doch mal, wie das funktioniert. Tool. Tool. Tool Station. Braucht eine Blank Pattern und eine normale Crafting Station. So, Blank Pattern machen wir mit... Okay, das können wir uns merken. Ah, dafür haben wir zu wenig. So, 1, 2. Ja, machen wir noch 2. Also 4. Dann... Oh, da können wir einen ganzen Haufen machen. Das sparen wir uns dann mal. Sekunde mal. So. Und dann brauchen wir wieder eine, na das geht genau auf, eine normale Workbench Crafting Station und dann können wir hier diesen, was ist das? Oh, eine kleine Crafting Station, das finde ich schön. Kannte ich jetzt selber auch noch nicht. So, dann hätten wir hier, wow, Tool Station und einen ganzen Haufen Bücher. Wie geht's weiter? Stencil Table. So, wie machen wir den Stencil Table? Das finden wir gleich mal raus. Na. Stencil Table. Oh ja, ganz einfach. Oak Planks und obendrauf dieses Ding. Ah, da haben wir keine mehr. Da brauchen wir noch ein bisschen Holz. Aber das kriegen wir auch hin. Oh, und ich freue mich so. Ich freue mich so, dass ich endlich mal wieder Minecraft spielen kann und auch die Motivation dazu habe. Es gibt mittlerweile ja so wahnsinnig viele Modpacks, aber irgendwie, ja, kann ich mich nicht so für alles begeistern. Pattern Chest. Und einen Part Builder. So, schauen wir mal. Ich kann hier nicht einstellen, dass das automatisch gelöscht wird. Pattern Chest braucht. Ja, eine normale Kiste und obendrauf das. Ja, die normale Kiste, die haben wir noch drin und obendrauf das. Machen wir so. Gut, und das andere. Mensch, was war jetzt das andere? Ich bin leider etwas vergesslich. So, der Part Builder. Was brauchen wir für den Part Builder? Das wird wahrscheinlich ähnlich einfach sein. Part Builder. Ah ja, wunderbar. Brauchen wir noch einen Holzblock. Und dann geht es genau auf. Wunderprächtig. So, und damit hätten wir die zweite Quest soweit mal erfüllt. Eine Flint. Dafür brauchen wir Flint. Also gut, dann machen wir uns mal einen Flint Axe Head. Aber als allererstes, bevor wir jetzt hier weiter questen. Ich hätte ganz gerne noch ein bisschen mehr Holz. Dass wir zumindest die Plattform noch etwas erweitern können. So, 15 Stück, das sollte für den Moment mal genügen. So, blub, 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 blub. Gut, jetzt haben wir hier überall, ja, ein bisschen Luft außenrum. Und dann bauen wir unsere... Ja, fleißig ercrafteten Dinger hier hin. Und zwar hätte ich die ganz gerne. Wo baut man die hin? So, der Stencil Table kommt hier hin. Der Part Builder hier hin. Die Tool Station daneben. Die Pattern Chest hier rein und das Ding. Daneben. So,
Dann schauen wir mal, wie können wir diesen Flint Axe Head herstellen? Flint. Flint, wo ist er denn? Hier, Flint Axe Head. Ja. Okay, das werden wir irgendwie hinkriegen. Jetzt schauen wir hier erstmal rein. Was bist denn du jetzt? Das Stencil Table. Die Pattern. Ach so. Ich drücke leider immer die falsche Maustaste. Stencil Table. Ne. Der Part Builder. Okay, das ist soweit klar. Die Toolstation macht das ganze Zeug zusammen. Und dann brauchen wir als allererstes noch mehr von diesen. Genau. Aber gut, wo geht. Falsche Maustaste immer. Ich muss mich leider erstmal wieder etwas an die Minecraft-Steuerung gewöhnen. Das sieht doch nach einem Axtkopf aus. Ich würde sagen, dann können wir gleich einen Pickaxe auch noch machen. Und ja, je nachdem, was wir halt dann noch brauchen. Das können wir hier gleich mal hier reinpacken. Und dazu einmal Flint und dann haben wir unseren Flint Axe Head. Wunderbar. Damit hätten wir die Quest auch hier abgeschlossen. Und nehmen wir Milch oder Eier? Milch oder Eier? Ich würde sagen, wir nehmen Eier, weil ich weiß nicht, wie wir sonst an die Eier kommen. Da besteht zumindest eine Wahrscheinlichkeit. Und Aluminium-Erz, wunderbar. Guild of Craftsmen plus 2. Ja, bevor wir uns jetzt hier weiterhin. Brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Holz. Wo ich leider nicht rankomme. Ja. Denn ich habe ja mal eine tolle Truhe vorhin kaputt gemacht und hätte dann doch ganz gern noch eine. Ja, das sollte mal genügen. Dann machen wir wieder hier weg. Wenn wir dann mal die erste Axt haben, dann geht das Ganze doch deutlich angenehmer. So. Wie war das? Kiste. Schwuppdiwupp. Ja. Dann haben wir wieder eine eigene Kiste. Die können wir eigentlich mal dahin mit pflanzen. Da schmeiße ich jetzt alles rein, was ich derzeit nicht benötige. Ah, den lassen wir mal drin. Du rein, du rein, du rein, du rein. Die ganzen Bücher mal rein. Da reicht uns. Ah ja, das können wir eigentlich auch reinschmeißen. Dass, wenn es wirklich mal soweit ist und wir abstürzen sollten, dass wir dann ja ein bisschen einen Vorrat noch haben. Ah, das hauen wir mal damit rein. So, dann nächste Quest. Cropsticks. Cropsticks. Ja. Das sind die Silkwürmer. Skeletons. Okay. Gut, dann schauen wir jetzt mal mit dem Part Builder. Was brauchen wir, um eine, nein, eine Axt herzustellen? Und zwar einen normalen Stick und einen Axt Head, oder? Ja, damit hätten wir unsere erste Axt. Wunderbar. Und das sollte uns das Holz abbauen. Ja, deutlich vereinfachen. Wunderbar. Das geht richtig gut. Und ja, Freunde, wir sind am Ende der ersten Folge Minecraft Agrarian Skies Teil 2. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Jetzt wird es sicherlich noch ein, zwei Folgen geben. Und dann schaue ich mal auf eure Kommentare und auf die Daumen, ob ihr das überhaupt sehen wollt. Und ja, ansonsten lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und Ade.